möglich. Der zweifach verstellbare Steuerstand sorgt dafür, dass man auch Platz hat in ganz engen Verhältnissen. Alle Bedienelemente zum Bohren und Anrichten der Maschine sind fein säuberlich am Steuerstand angebracht. Ein Hin- und Herlaufen des Bohrmeisters ist somit nicht mehr nötig. Die schwenkbare Lafette sorgt dafür, dass auch in ungeraden Bodenverhältnissen die Lafette immer senkrecht eingerichtet werden kann. Der maximale Drehmoment der Doppelkopfbohranlage beträgt 34 kN. Das heißt, dass auch in größeren Tiefen der optimale Drehmoment erreicht werden kann. Die beiden Drehköpfe der Doppelkopfbohranlage sind um 400 mm zueinander verschiebbar. Dadurch kann die Bohrkrone den jeweiligen Bodenverhältnissen optimal angepasst werden. Die Maschine ist ausgestattet mit einer Doppelkopfbohranlage, welche aus der Bohrachse verschiebbar ist. Dadurch ist ein optimales Arbeiten mit der Seilwinde in der Bohrachse möglich. Die Turmkrone ist 45 Grad hydraulisch schwenkbar und teleskopierbar um 400 mm. Die Bohrrohre sind auf diese Weise von der Seite aufnehmbar. Auf Kundenwunsch können entweder ein Kran montiert auf einer Konsole oder ein aufrichtbares Gestängemagazin über dem rechten Fahrwerk montiert werden. Durch den Aufbau des Krans können einfache Kranarbeiten bis zu 2,7 Tonnen ausgeführt werden. Die Delta Base 105 ist ausgestattet mit einer dreifachen Klemm- und Brechvorrichtung zum Halten und Brechen des Außen- und Innengestänges mit oben angebrachter Anbohrführung. Diese Anbohrführung kann den jeweiligen Bohrdurchmessern angepasst werden. Durch diese oben angebrachte Anbohrführung ist ein Öffnen problemlos und schmutzfrei möglich. Durch den Preventer Spülkopf kann das Bohrgut kontrolliert und gebündelt abgeleitet werden. Das heißt kein Verschmutzen von zum Beispiel Gartenanlage oder Zierrasen. Die Lafette hat eine Rückzugskraft von 192 kN, was für eine Maschine von 16,5 Tonnen optimal ist. Die Maschine wird angetrieben von einem wassergekühlten Deutz-Motor Typ CCD 2012 L06.